Für die Leute, die von einem Livestream am Start waren, erstmal Kuss, war wieder ein sehr guter Livestream. Ich hatte erzählt, dass ich momentan wieder zum Schlafen gehen diese Serie gucke. Ich weiß, dieses TV Now Scheiß ist so von RTL und so. Und da gibt es so viele Dreckserien, die ich auch nicht unterstütze. Aber Born to Kill, als Mörder geboren, gibt es leider nur auf diesem Anbieter. Aber es gibt davon 7 Staffeln, Digga. Ich kann ehrlich sagen, wer so auf Dokumentationen über Serien, Mörder etc. steht, Born to Kill, absolut heftige Serie bzw. Dokumentationsserie. So, erste Runde. Muss aber fairerweise sagen, dass der letzte Gegner, den ich da getroffen habe, weiß nicht, mich kannte oder so, auf jeden Fall haben wir zusammengespielt dann. Er hat mir den Sieg im Grunde geschenkt. Die guten alten Zeiten in Fortnite, Digga. Habe ich gestern auch mit dem Livestream-Chat ein bisschen drüber gequatscht. Ich glaube, so wie jedes andere Spiel, wo man heftige Suchtphasen hatte, das wird nie wieder so sein, Digga. Also Fortnite war einer der Top 3 Spiele, die ich am heftigsten gesuchtet habe. Aber die Zeiten von damals, als ich Season 2 angefangen habe, die werden nie wiederkommen, Digga. Die werden nie wiederkommen. So ist es halt, ne? Ja, aber es waren mit einer meiner besten Gaming-Zeiten, die ich jemals hatte. Für mich privat und natürlich auch YouTube-technisch, Streaming-technisch war das eine 1. Willst du auch so mit Rührei? Mhm. Zwei mit Rührei. Ja. Wir haben schon auch. Mhm. Ach, iPhone-Kamera, wie gesagt. Immer ein Kaufargument. Ja, moin. Was möchtest du jetzt hier gerade machen, iPhone-Kamera? Wieder einfach Nokia 3310. Haben gerade schon was bekommen. Das sind so eine Riesen-Oschis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ihr seht ja, ich habe Schuhgröße 47. Nur mal als Vergleich, wie groß die Fische sind, die Kois. Riesen-Oschi. Aber wirklich riesig. Hier, jetzt vergleich mal meine Hand. Damit ihr mal einen kleinen Vergleich habt. Und ich habe echt eine große Hand. Riesendinger. Mhm, versorgt. Versorgt. Das ist hier ein Platz, Digga, zum Seele baumeln lassen. Ich sage euch so, wie es ist. Natürlich nur, wenn man sich für Teiche und Aquarien, Aquaristik an für sich so ein bisschen interessiert. Aber hier ist natürlich der Schwerpunkt Fische. Beziehungsweise Teiche natürlich auch. Immer wieder schön, Digga. Direkt am Maisfeld. Schön die Seele baumeln lassen, Digga. Und falls ihr es nicht wusstet, Kois sind Karpfen. Habe ich von René gelernt.